strong. Hallo Leute, ich bin Alex und herzlich willkommen zu meinem Video. Wir spielen heute Minecraft. Und was machen wir? Ein Redstone-Tutorial. Wir bauen heute eine funktionierende Kasse, einen sozusagen Markt, einen Einkaufstauschapparat, Tauschautomat, Einkaufsautomat, wie man es nennt. Und wir brauchen irgendeinen Block, dann brauchen wir einen Dispender, einen Spender, einen Auswurfsblock, eine Kiste oder mehrere Kisten, Redstone, Komparator, Verstärker und Trichter. So, das war's eigentlich schon. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen an. Das könnt ihr in den Screenshot machen, wenn ihr wollt. Ja, schöne Map, oder? Egal, gell. So, also wir fangen an mit einem Block hier in der Mitte. Dann gehen wir hier zwei Blöcke hoch und machen den weg. Dann gehen wir nochmal einen Block hoch. Dann gehen wir zwei rüber. Und dann machen wir sowas. So, dass es genau so aussieht. So. Dass es genau so aussieht. Also so ein bisschen, hat so ein bisschen wie eine Form wie die Sortiermaschine. Dann, was wir machen genau das gleiche wie als bei der Sortiermaschine. Wir machen hier einen Verstärker, der in den Block zeigt. Dann machen wir einen Komparator hier hin. Dann Redstone hier unten. Dann, was wir jetzt machen, wir nehmen uns eine Kiste. Dann machen wir hier auf die Kiste zwei. Oh, was ich vergessen habe, wir brauchen noch eine Fackel. Fackel ist am Start. Die Fackel, die kommt hier noch hin. So. Die Fackel kommt wie beim Sortier hier hin. Sortiermaschine. Dann machen wir hier eine Kiste hin. Hier eine Kiste hin. So wie bei der Sortiermaschine, zwei Abstand. Zwischen der Fackel und dem Ding. Eine Kiste, dann gehen wir mit dem Trichter, machen wir Shift und machen den Trichter wieder an den Redstone, an den Verstärker, an den Komparator. Dann nehmen wir Trichter wieder, machen auf die Kiste, 1, 2 hoch und dann ganz rüber bis zur Wand. Dass es so aussieht von der Seite. So, was wir jetzt machen, wir nehmen uns einen Block und machen den hier hin. Und dann kommt hier ein Verstärker hin. Dann sieht es so aus. Dann kommt hier hin und dann wir. Dann können wir den hier wegmachen. Und dann können wir hier einen Block hin machen. Und dann hier einen Block. Dass es dann so eine Treppe ist, sozusagen. Was wir jetzt machen, wir nehmen uns den Auswerfer und machen zwei hintereinander. Dass es genau so aussieht. Was wir jetzt machen, wir nehmen uns Redstone und machen den dahin, dahin, dahin und dahin. Dass das so aussieht. Von der Seite und so von oben. Und jetzt können wir uns Holz nehmen. Und dann können wir eigentlich hier ausfüllen. Machen so. Können hier auch über die Dinger. Und jetzt könnt ihr euch sogar denken, was wir jetzt machen. Wir stellen ein, was man bezahlen muss und was man dafür kriegt. So, bam. Dann sieht es ungefähr so aus. Jetzt, ich sag mal, wir wollen Iron Ingots. Wir nehmen die Iron Nuggets. Und dann nehmen wir uns einen Ambers. Anvil. Hier nehmen wir uns einen Anvil. Und dann Paper. Und dann gehen wir hier rein. Dann sage ich so, okay, wir machen jetzt hier so. Wir machen hier. Wir machen mal U-Bahn. Bahn. Ticket. So. Ups, nochmal. Sorry. U-Bahn. Ticket. So, jetzt sind die U-Bahn-Tickets. Und jetzt, das, was man verkauft,
Das macht man in den Trichter hier. Da könnt ihr dann einfach in die Mitte machen. Und dann das, was man bezahlen muss, das macht ihr so wie bei der Sortiermaschine, in den Trichter, wo der Komparator drauf zeigt. Da macht ihr dann hier wieder von links so oder hier so. Ups. Bin ich jetzt dumm? Nee. Ich hoffe, das bleibt der 18 stehen. Komm, du bist klug, Alex. Manchmal zumindest. Bei 22, dann habe ich es falsch gemacht. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Man muss es, ich glaube, von rechts und dann muss man links. Ja, genau so. Jetzt ist es richtig. Also von rechts rüber und dann links soll das Deck sein. Jetzt können wir den hier nochmal reinmachen, damit es genau. Siehst du, jetzt wurde das hier schon ausgedingst, der Bumstart. Ausgedingst, der Bumstart. Was wir jetzt machen, wir nehmen uns eine Kiste oder nee, wir nehmen uns einen Spender. Den Spender, den mache ich immer, den benutze ich auch, da nenne ich den gerne um. Da mache ich hier rein. Ein Iron Nugget für eine U-Bahn-Karte. So, ich mache jetzt mal so. Und ich hoffe, jetzt hier umgenannt, wenn man das jetzt hier auf den Trichter nach oben macht, dann sieht es aus, als würde man da sowas eingeben. Und dann ein Iron Nugget für eine U-Bahn-Karte. Dann steht es hier oben. Und jetzt ist es fertig. Hier in dem Trichter hier sind 18 hier und da. Und es ist jetzt sozusagen unser Raum, wo man dann später hingehen kann. Da führt dann eine Treppe runter, keine Ahnung, von einem Haus, ein Geheimgang, keine Ahnung, was du da hast, was du da haben willst. So, jetzt machen wir einfach so. Jetzt ist so ein kleiner geheimer Raum, da wo deine ganzen Einkommen reinkommen. So. Jetzt hier dein Raum. Und jetzt oben kommt so ein Typi, will sich so eine U-Bahn-Karte kaufen. Keine Ahnung, du hast ihm eine U-Bahn gebaut. Dann kommt er so mit seinem Iron Ingot. Iron Nugget meine ich, sorry. Und dann wirft ihr hier einfach ein Ding rein. Und schwupps ist da eine Karte raus. Und das ist unser kleiner Tauschautomat, kleiner Bezahlautomat, keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt. Und ja, das war es jetzt auch eben. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Es kommt bald nochmal ein zweiter Teil von der Skyblock-Serie raus. Nur was ich gemacht habe, ich habe heute nochmal auch aufgenommen. Und leider ist mir da ein Fehler passiert. Die Aufnahme habe ich gar nicht aufgenommen. Jetzt habe ich ein Portal gebaut oder es angezündet zumindest und habe mein Ding erweitert, meine Fläche vom Skyblock. Und irgend so ein random komischer Typi ist da gekommen. Ich hoffe, der kommt auch nächstes Mal, keine Ahnung. Und ja, dann schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ich das in Kreativ wieder alles kaputt machen soll, damit ich es mit euch dann wieder einfach neu machen kann oder ob ich dann einfach so weitermachen soll, wie es halt so ist. Und ich mache das alles in Überlebens. Also keine Hates, bitte. Dann danke, ciao, bis zum nächsten Video.